Hallo Leute und herzlich willkommen zu der letzten Folge von Batman Arkham City Harley Quinn's Revenge. Ja, wir machen direkt dort weiter, wo wir zuletzt hier stehen geblieben sind. Wir haben in der letzten Folge Batman gefunden, der ist aber allerdings hier in seine Kapsel gefangen. Wir brauchen dafür den Schlüssel. Wir haben auch den Schlüssel von Harley Quinn geholt und jetzt können wir Batman quasi befreien und schauen mal, dann wie es weitergeht. Das hat ja gedauert. Erstmal mit vielen Dank. Sind die Polizeibeamten in Sicherheit? Vermutlich nicht. Um die musst du dir keine Sorgen machen, Batman. Sie sind schon bald tot. Genau wie du. Rette die Polizisten. Ich übernehme die Bomben. Viel Glück dabei, ihr Loser. Okay, jetzt haben wir Batman befreit und wir spielen wieder Batman. Und jetzt haben wir natürlich das größte Problem, Bomben entschärfen. Oh Gott. Der Aufbau dieser Bombe kommt mir bekannt vor. Ich muss sie entschärfen und näher untersuchen. So, das kann auch bloß nur toter Batman sein, genau. Ich wusste es. Zum Bau der Bomben wurde Sprengstoff verwendet, der letzte Woche dem GCPD gestohlen wurde. Harley Quinn hat die Zündfrequenz nicht geändert. Ich kann die Kapuze so kalibrieren, dass sie alle Objekte ortet, die auf dieser Frequenz funken. Oh Gott, sogar mit Timer, ach du Scheiße. So, dann nichts wie hin. Ja, ich bin's. Ich bin wieder zurück. Seid ihr überrascht? So leicht schnappt ihr mich nicht. So schön in Zeitlupe und auf die Fresse, genauso. Okay, wo muss ich hin? Okay, hier ist ein Sniper. Als ob. Na, warte. Okay, die Bombe ist dort hinten. Und schnell entschärfen. Wir haben nicht so viel Zeit. Okay, Codes. Mörder. Ja, ich weiß, Harley Quinn hasst uns wie die Pest. So. Das war jetzt die zweite. Und jetzt, wo ist die dritte? Wo ist die dritte bloß? Die hier ist schon mal falsch. Ne, hier ist falsch. Hä? Ach, hier ist jetzt auf einmal richtig. Okay. Oh Gott, noch mehr. Jo, Jungs, was geht ab? Könnt ihr mich bitte vorbeilassen? Ich muss eine Bombe entschärfen, weil sonst stirbt ihr auch. Und das wollt ihr ja nicht. Ja, ich sehe schon. So. Nee. Ja, doch, das war doch schon der falsche Knopf. Ich meine, das war schon der richtige Knopf. Nicht falsche Knopf. Mensch. So, ich glaube, das war jetzt auch die letzte Bombe hier. Joker forever. Joker für immer. Da hat sie allerdings recht. Es gibt nur einen Joker. Ich
eine Überraschung für dich. Etwas, das mein Joker stolz machen würde. Ich hab dich hier bei mir. Bist du mutig genug, um nach uns zu suchen? Okay, ich kehre zum Joker-Schrein zurück und stoppe Harley Quinn. Alles klar. Harley, wenn du es möchtest, dann komme ich jetzt zu dir und beende jetzt diesen gesamten Wahnsinn hier. Weil sie ist schon eine verrückte Lady, wenn der Joker tot ist. Ohne Scheiß, aber nicht die klügste. Na, warte. Jetzt komme ich, Harley. Sei bereit. Was? Dachtest du etwa, es würde so leicht sein? Da hast du dich wohl geirrt, Loser! Damit hast du nicht gerechnet, nicht wahr? Nee, allerdings nicht. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, dass wir gegen die Roboter kämpfen. Ich wusste jetzt wirklich gar nicht, dass die mal funktionieren. Weil die lagen so oft rum in Warner City. Oh Gott, naja, ist klar. Alter, sie ist ja noch schlimmer als der Joker. Ich würde sagen, das sind Jokers-Roboter, weil die sind ja auch so bemalt wie er. Oh Gott, weg mit euch! Nein, zieht euch! Aber irgendwie schon mal cool, dass man hier auch gegen Roboter kämpft. So, kommt nur noch 3 und 2 und 1 und boom, der letzte. Was sagst du jetzt, Harley? Das war's. Nur du und ich und das einzige Ding, das verhindert, dass hier alles in die Luft fliegt. Ach du Scheiße, sie ist ja noch verrückter, als ich es gedacht hatte. So, weg mit dem Zünder. Gib mir das. Nimm's ruhig, Blödmann. Hört dir nichts? Nutz. Klappe! Wo ist Robin? Ich dachte, er sei bei dir. Siehst du, es tut weh, nicht wahr? Was hast du getan? Jetzt weißt du, wie es sich anfühlt. Das ist für dich, Mr. J. Hast du mich vermisst? Wo sind die Polizeibeamten? In Sicherheit. Meine Arbeit ist getan. Hey, Junge. Ist er okay? Ja. Natürlich ist er das.
Leute, wir haben's durch. Wir haben die Story von Harley Quinns Rache durch. Ja, was soll ich sagen? Ich hab's ja euch gesagt, die Geschichte ist wirklich ziemlich kurz, was ich ein bisschen schade finde, weil man könnte ein bisschen mehr daraus machen, aber es ist nun ja eine kurze Geschichte. Es ist ja quasi ein DLC-Pack. Mehr kann man dazu aber nicht sagen. Aber was ich ziemlich sehr, sehr toll finde, ist, man hat die Gelegenheit, hier Robin zu spielen, weil man muss ja nicht unbedingt Batman spielen, wie auch in der Hauptstory kann man ja auch Catwoman spielen, wenn man natürlich auch den Catwoman DLC Bundle Pack besitzt. Und das ist auch wirklich ziemlich abwechslungsreich und ich finde auch ziemlich cool, dass man auch einen anderen Ort befindet, beziehungsweise man findet einen geheimen Eingang, was wir in der Hauptstory noch nicht gesehen haben in Arkham City. Das finde ich ziemlich stark und auch die Atmosphäre hier ist ziemlich düster, auch ziemlich traurig und auch ein bisschen gruselig, finde ich, für mich. Vor allem das mit Harley Quinn. Sie ist ja noch verrückter und noch gefährlicher, wenn der Joker tot ist. Meine Fresse, auch ihr Aussehen sieht ziemlich gruseliger aus als ihr altes Aussehen. Naja, aber das heißt jetzt auch, wir sind komplett durch mit der kompletten Arkham City Geschichte. Und das heißt wiederum, ich weiß, viele Leute würden jetzt sagen, jetzt kommt Arkham Knight, aber tut mir leid, Leute. Erstmal geht es mit einer kleinen Vorgeschichte und ich denke mir, viele Leute wissen natürlich, was ich damit meine. Ich sage es euch noch nicht, denn es wird wahrscheinlich einige Leute da draußen geben, die kennen die Teile noch nicht und deswegen sage ich das noch nicht. Also Leute, seid gespannt. Mit dem nächsten Kapitel von der Batman Arkham-Reihe starten wir erstmal mit der Vorgeschichte und dann beginnen wir mit dem Finalen, mit der Finale, also mit dem finalsten Teil, mein Gott. So, aber mehr habe ich jetzt, glaube ich, auch nichts mehr zu sagen. Ich könnte noch eigentlich noch viel mehr dazu sagen, aber ich möchte auch wirklich nicht, dass das Video zu lang wird, weil sonst wird es unendlich lang und das möchte ich jetzt auch nicht. Also Leute, ich hoffe wenigstens, dass dieser Let's Play Projekt oder kurzer Let's Play Projekt oder auch die komplette Arkham City Reihe euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst auch ruhig eine Bewertung da. Natürlich könnt ihr auch in den Kommentaren schreiben, wie ihr diesen DLC Story Pack findet oder besitzt ihr es selber? Habt ihr das schon mal selber gespielt oder irgendwo anders geschaut? Schreibt ruhig in die Kommentare, das würde mich furchtbar interessieren. Und ja, das war's mit Arkham City. Leute, ich bedanke mich. Danke für die Unterstützung. Danke vielmals an euch. Und ich würde jetzt nur noch sagen, danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr wieder mit dabei war. Und wir sehen uns halt in den nächsten Arkham-Kapiteln oder auch in den nächsten Let's Play-Projekten. Leute, haut rein. Und das war Batman Arkham City. Tschüss.